Angel Ring hast du. Ach, Angel. Oh, bin ich bescheuert. Den Angel Block hast du noch. Gut. Ich würde mir den mal ganz kurz ausleihen wollen. Ob du ihn wiederkriegst, weiß ich allerdings nicht. Ich hole ihn dir bei uns aus dem System. Denn ich fliege jetzt mal ein paar Blöcke weg. Hehehe. Ich sehe schon kommen, gleich ist jemand tot. Ich komme nicht mal gegen den scheiß Enderman an. Apropos. Erstmal Rüstung einpacken. Und hier habe ich ein Eisenhemd recht aus. So. Oh lol. Das ist ja voll der geile Lifehack, den ich gerade benutze. Welcher? Hier können keine Mobs drauf spawnen. In der mittleren Fläche. Wieso? Weil es kein ganzer Block ist. Wo? Chiseled Wood. Wait. Ich hab einen kompletten Layer einfach runtergenommen. Ich hab sogar den obersten Bit überall runtergenommen. Ich seh's. Es hat auch irgendwie Style, dass diese kleine dass es so ein bisschen nach unten gelegt ist. Ja, aber komm mal hoch bitte kurz, Ike. Ich brauch mal eben. Also, du wirst direkt sehen, wovon wir reden. Um dich herum, hier. Direkt da, hier auf dem Boden. Das sieht doch irgendwie gut aus, oder? Ja, das ist halt abgesenkt. Ich überlege gerade, soll man das so lassen oder die Bits wieder platzieren? Ja, wenn keine Mobs spawnen, kannst du das doch so lassen, aber du kannst es ja dann auch mit der Painting-Maschine von Ender.io bearbeiten. Ja, ich lasse es so. Ach hier, bei der kleinen leerstehenden Insel fliege ich einfach mal hinten ein paar hundert Blöcke raus. Mhm. Und mache eine kleine Plattform. Ich habe Bock, ein paar Chance Cubes zu öffnen. Ey, was sagt die Regel? Die Dinger reizen mich gerade. Ihr könnt ja. Na, Regel ist Regel. Ich bin YouTuber, ich darf das. Ist mir egal, Regeln sind Regeln. Was will der öffnen? Chance Cubes, das Schlimmste überhaupt. Wieso? 100 mal 100 Chunks können damit geklärt werden. Wait. Keine Sorge, ich flieg schon weit genug weg. Unser Huhn getötet, Oscar. Nee, noch nicht. Noch nicht? Aber wenn er Hunger auf Chicken Wings hat, dann schon. Mal gucken, mal gucken. Boah, aber jetzt Chicken Wings. So richtig schöne von KFC. So, ich habe jetzt 17% von meinem Jetpack verbraucht. Rechnest du die Entfernung im Jetpack-Prozenten? Nee, wie ist die Z-Koordinate bei euch? 71. Oh, 71? Gut, bin ich gleich 1000 Blöcke ungefähr von eurer Base weg. Da wo ich stehe, ja. Okay. Bei dir ist das hier 71? Hier ist 71. Hier ist die Y-Koordinate. Die Z-Koordinate, oder? Ja. Ja, die ist 255. Bin ich trotzdem gleich 1000 Blöcke weg. 1600, okay. Das
sind dann bei 1800, müsste ich ungefähr sein. Und ich wäre fast im Void gelandet. Ist das gut? Nicht bei dieser Entfernung. Also ich bin definitiv 100 Chunks entfernt. Okay. Ich gehe sogar noch 200 Blöcke weiter. Sicher ist sicher. Könnt ihr auch einfach den Teleporter aufstellen, den ich schon habe? Tja. Dann hätten wir eine ganze Dimension dafür. Pascal. Ja. Ich gebe dir jetzt gleich mal drei Sachen. Ja. Eins. Zwei. Drei. Oh, du nicht öffnen. Warum hast du die geöffnet? Weil da stand hier ein Geschenk für dich, also habe ich es geöffnet. Geschenke. Dafür sind sie da. So. Ich habe mich jetzt entschieden, wie ich unsere Base gestalte mit den Bits. Ja. Mhm. Wow. Bücherregal. Das ist noch irgendwo inne. Das Kacki ist halt immer noch da. Ist. Es ist unsichtbar. Und das will nicht runterfallen. Komm.
was weg? Nee. Den Block brauche ich. Du willst dich jetzt auch einen Phallus in die Wohnung stellen? Nein. So nach dem Motto, guck mal hier, ihr seid nicht die Einzigen mit einem Phallus. Ich mach den Angel Ring wieder zurück in die Kiste. Jo. Region. Ja. Hätte schlimmer aussehen können. Hat schon was, ne? Das kommt da hinten rein. Irgendwas gab's, was ich machen wollte. Genau, ich wollte mit der Compressed Mist hier anfangen. Stahl. Glas. Oh, ich hab nicht mehr genug Bits. So, 3 Compressed. Pascal, kann es sein, dass wir nicht mal einen ganzen Stack Gold hier zum Beispiel schmelzen können? Ja. Ike, hast du noch einen Block? Nein, ich habe aber 8 so eine Blutbombs. Ja, Kaku, Lucky, Dingsbums, oh gut. Aber hast du noch welche von deinen Blutbits? Nee. Aber du kannst doch aus dem hier einen Block machen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, da, nimm raus. Perfekt. So, das erste Heavy Sieve. Jetzt das zweite. Und fürs dritte brauche ich noch ein bisschen Stahl. Dann brauche ich Compressed Hammerer und die Compressor. Das Problem ist, ich muss die Sieves regelmäßig austauschen. So, jetzt ist unsere Base ein bisschen fancier. Ja, und gleich haben wir Gold bis zum Abwinken. Jetzt brauche ich nur noch dafür einen vernünftigen Bit. Oh, ich weiß, was ich da rein tue. Nur weil es lustig ist. Das sind gut für die Erze. Ja, das hat was. da kann man ja Schaden kriegen. Ja, Fallschaden.
Mhm. Wieso kann man jetzt auf einmal Schaden kriegen? Weil es ein Mineral-Block in erster Linie ist. Was war es davor? Vorher war es auch ein Mineral-Block. Als du keinen Schaden bekommen hast, habe ich Lava oben drauf gesetzt. Wenn ich jetzt... es ist der falsche Block. Wenn ich jetzt so machen würde, überall nochmal. Ja, jetzt kriege ich keinen Schaden mehr. Ah, das finde ich scheiße, wenn wir da oben drauf noch so ein Layer haben. Wir können auch andere Blöcke hinnehmen, wenn du willst. Ach was, passt schon. Das heißt, das kommt dann hier hin. Gott, wie hab ich das da gemacht? Keine Ahnung. Kann ich den klein schüsseln? Nee, natürlich nicht. Das wäre ein bisschen gemein. Das wäre ein bisschen zu... Nee, nicht mehr, als dass er den Effekt hat, aber einfach nur, weil es cool wäre. Na, aber hättest du den Effekt denn dann noch? Nee, ich glaube nicht, weil bei Lava kriegst du ja auch keinen Schaden. Hm, okay. Das den kleinen Schüsseln? Nein.